Maleski, habe am 18.07.2004 Geburtstag und mein größtes Ziel sind die Olympischen Spiele 2024. Hey Leute, heute gibt es eine neue Folge Turn It Up. Wir sind gerade in Düsseldorf, hier finden nämlich die Finals statt und ja, ganz viel Spaß. Mir geht es ganz gut. Wir sind halt 6 Stunden hergefahren. Es ist immer eine lange Fahrt. Und letzte Woche hatten wir Bundesliga, hatten wir auch wieder 5 Stunden Fahrt. Und ja, ein Wettkampf nach einer Woche Pause und dann wieder nicht mal 3 Tage Pause und jetzt wieder ein Wettkampf. Ist schon hart, aber ich glaube, es wird sehr gut. Ich freue mich auf den Wettkampf und ja. Ich turne nicht meine vollen Übungen oder auch habe meine Schwierigkeit nicht erhöht, weil in 5 Wochen die WM-Quali ist, die erste. Und ich möchte mich einfach jetzt auch nicht verletzen. Die schwereren Übungen und die neuen Übungen kommen dann erst zur ersten WM-Quali. Der Fokus liegt bei mir meistens immer daran, mich an die Geräte zu gewöhnen, ein gutes Gefühl für morgen zu haben, für den Wettkampf. Ja, mal gucken, wie die Halle aussieht und ja. Ja, wir haben am Barren angefangen und es war auch sehr gut. Wir haben halt viel Zeit, das ist man nicht so gewohnt eigentlich. Und also Barren war ein sehr gutes Einturnen, Balken jetzt auch. Bei der zweiten Übung, genau, also muss ich erstmal an die Geräte gewöhnen, aber jetzt geht es zum Boden, dann Sprung und dann haben wir es auch schon geschafft. Und die Geräte sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich mache jetzt einfach so wie immer. Ich habe eigentlich sehr, sehr gut geschlafen. Aber jetzt Rasenmäher, ich weiß auch nicht warum. Oder Baustelle oder was auch immer. Das hat ein bisschen genervt heute früh. Also das ist nur von außen. Also ich sag ehrlich, jetzt irgendwie bin ich wirklich sehr entspannt. Also bei anderen Wettkämpfen ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Du darfst dich halt nicht so auffällig schminken, sag ich jetzt mal. Du darfst dir nicht irgendwie Striche ins Gesicht malen. Also wie irgendwie, es gab ja mal, 2018 war das, da hat sich eine Niederländerin für Boden wie so eine Katze geschminkt und das ist halt verboten. Also du darfst dich halt, ein auffälliges Make-up darfst du schon haben, aber jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie so. Ja, genau, Karneval oder so. Manchmal ist es auch stressig. Also wenn wir halt zum Beispiel Frühwettkampf haben, wie bei der EM letztes Jahr, da hatten wir, musste ich mich schon um 7, 8 Uhr fertig machen. Das war halt nervig, da wäre ich am liebsten ungeschminkt einfach hingegangen. Aber jetzt habe ich halt noch ein bisschen Zeit. Keine Lust mehr, mich zu schminken. Natürlich sind jetzt zum Beispiel deutsche Meisterschaften anders als eine WM oder EM oder so. Man merkt halt, dass da schon viel Konkurrenz ist. Aber wenn man halt zusammen in einer Riege ist, supportet man sich ja trotzdem gegenseitig. So, das ist zum Beispiel bei mir und Lea so. Wir sind zusammen in einer Mannschaft und wir gucken dann auch, wie es bei den anderen läuft und so. Und natürlich denkt man halt als allererstes so an sich, weil es halt auch eine Einzelsportart ist und du musst auch für dich deinen perfekten Weg finden oder deine, manche ziehen sich halt eher dann im Wettkampf zurück und sind so für sich, manche brauchen viele Gespräche im Wettkampf und ja, da ist halt jeder für sich, aber eigentlich im Großen und Ganzen freut man sich auch für jeden. Ja. Jetzt müssen wir auch noch ein Foto vor dem Bus machen. Ja. Aber ich sag dir ehrlich, nein. Ha 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 ha.
Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wie habe ich das denn die letzten Male gemacht? Das so lange nicht mehr gemacht. Ich mache mich jetzt erstmal fertig. Dann essen wir noch was, eine Kleinigkeit vom Wettkampf. Und dann machen wir noch ein Teamfoto, bevor es dann losgeht. Und um 12.45 Uhr kommt ja dann der Shuttle, der uns dann zur Halle fährt. Also ich fange ja am Barren an im Wettkampf. Also erwärmen wir uns und dann fangen wir mit dem Einton am Balken an. Balken, Boden, Sprung und dann Barren. Ist das letzte Einton. Und dann laufen wir ein. Und dann haben wir noch ein kurzes Einton an Barren und beginnt der Wettkampf. Auf jeden Fall unglaublich. Ich bin froh, hinter Ellie stehen zu dürfen auf dem Treppchen und eine Silbermedaille im Kopf zu haben. Ich gehe wirklich mit Spaß an die Sache ran. Habe ich auch versucht, diesmal zu machen. Und es hat geklappt. Und mal schauen, was nächstes Jahr passiert. Und ich bin auch sehr froh, dass ich mit Barren angefangen habe. Natürlich ist Sprung für mich auch ein bisschen anspruchsvoller als vielleicht für andere, weil ich da doch ein bisschen ängstlicher bin. Aber war dann auch schnell durch und dann konnte ich erstmal durchatmen. Und ja, es war auf jeden Fall ein toller Wettkampf. Und das war mein Mehrkampffinale bei den Finals und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.